Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und willkommen zum heutigen Freitagsvideo, das eigentlich das Curvy Fashion Mittwochsvideo ist. Es gab ja so ein kleines bisschen Verzögerung, beziehungsweise ich habe einfach mal schnell die Themen getauscht, weil ihr ja unbedingt ganz gerne mal ein Friseurvideo sehen wolltet. Falls ihr das also noch nicht gesehen haben solltet, Leute, bitte schaut es euch unbedingt an. Es ist so ein cooles Video geworden und I'm just in love mit der neuen Haarfarbe. Und ja, wir haben euch geprankt, denn am Anfang des Videos sind meine Haare eingefärbt, okay? Das ist ein Filter, meine Haare waren nicht grau, okay. So viel haben wir jetzt geklärt und ihr konntet es schon dem Titel entnehmen. Heute kommt ein ganz besonderes Video. Ich habe da hinter mir eine ganze Stange voll Sachen mit Shein, ganz neuer heißer Scheiß, den ihr für mich ausgesucht habt. Ich habe euch nämlich vor einiger Zeit gefragt, dass ihr mir einfach mal ein bisschen was aussucht bei Shein und mir das mal schickt. Das Feedback war absolut überwältigend, Leute. Ich habe bestimmt 3, 4 Stunden gesessen und mir die Sachen angeguckt, die ihr geschickt habt und ausgesucht und nochmal wieder neu ausgesucht und verworfen und alles. Und Shein war tatsächlich auch noch so nett und hat mir sogar 15 Teile geschickt, einfach weil ich mich nicht entscheiden konnte. Also von daher würde ich sagen, wir starten jetzt ins Video. Ihr könnt gespannt sein. Ich werde auch immer mit dabei sagen, wer das Teil ausgesucht hat. Seid nicht traurig, wenn euer Teil nicht dabei ist, wenn euch das Video super gut gefällt. Ganz ehrlich, ich bin mir sicher, wir können das auch einfach gerne nochmal machen. So, und jetzt geht's aber wirklich los. Leute, wir starten mit diesem rattenscharfen Batik-Kleidchen, das ihr schon in meinem Friseur-Vlog sehen konntet. Ich habe das ausgepackt und das war einfach so ein geiles Teil. Ich musste das unbedingt einfach schon anziehen, weil es war einfach perfekt für den Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mega chillig. Ich finde es richtig cool. Also mir hat das Muster vor allem sehr gut gefallen. Ihr seht, es ist noch ein zweites gebatiktes Teil mit dabei, weil Batik ist momentan wieder super angesagt und im Trend. Mich persönlich freut das auf jeden Fall, weil ich finde das eigentlich echt, gerade für den Sommer, einfach eine schöne Geschichte. Ist halt natürlich sehr bunt, sehr farbenfroh, pastellig, bisschen Neon. Also I love it. Was soll ich dazu sagen? I love it. Und vor allem ist es endlich mal ein Kleid, wo ich meine türkisen Snack-Tights drunter anziehen kann, was ich natürlich noch viel cooler finde, weil ich finde, die passen einfach perfekt darunter. Da stört mich das jetzt überhaupt nicht, dass die so vorblitzen. Natürlich könnte man auch die schwarzen drunter ziehen. Die Hautfarben würde ich persönlich nicht drunter ziehen. Ich finde, das sieht dann so ein bisschen komisch aus. Das sieht so ein bisschen aus wie, sie hat es nicht hingekriegt, die zu verstecken oder so. Also von daher würde ich hier tatsächlich euch anraten, wenn ihr das Problem halt mit den Oberschenkeln mit den Reibenden habt, zieht da was Knalliges drunter. Ganz ehrlich, knallig, wenn schon bei dem Kleid, wo könnt ihr es denn sonst machen, ja? Also bei dem Kleid auf jeden Fall. Und ich muss sagen, I love it. Das hatte mir übrigens ausgesucht. So, jetzt geht's los. Jetzt muss ich hier erstmal gucken und das alles mal sortieren, wer hier was ausgesucht hat, ne? Okay, jetzt geht's los. So, und zwar hatte das die Nicole Brauchler ausgesucht. Ganz lieben Dank und liebe Grüße an dich. So Leute, ich habe mich ins nächste Teil geworfen. Das hatte die Julia Schafrig ausgesucht. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich fand den sehr interessant. Nur ich bin jetzt schon hier so ein bisschen am Ausprobieren. So ein bisschen so, okay, wie genau so. Also hier ist so, ist halt einfach so offen. Und das hängt halt hier so komisch. Also ich weiß es nicht. Ansonsten ist es halt so ein Romper. So, hier hinten liegt er auch ein bisschen zu tief. So. Also irgendwie das mit dem Binden hier vorn. Okay, der müsste auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen höher sitzen. Der ist auf jeden Fall sehr shorty. Aber so richtig. Also ich fand halt die Idee mit diesen Ärmeln, fand ich halt irgendwie cool. Das hat mich schon so ein bisschen fasziniert, so ein Teil. In der Art besitze ich halt gar nicht. Aber ich weiß halt nicht so richtig, okay, gut, ich glaube, das soll halt einfach so, ich weiß nicht, wohin mit meinen Bubis. Also ich glaube, der muss auf jeden Fall schön hier oben sitzen, weil sonst sieht es halt wirklich doof aus. Aber ich finde, dann sieht er hier vorne halt sehr sackig aus. Also von der Idee her, nicht schlecht, nicht schlecht, aber irgendwie so hundertprozentig geht das Konzept nicht auf, habe ich das Gefühl. Sah halt auf den Bildern auch schön aus, es war allerdings leider kein Modelbild dabei. Da weiß man vielleicht auch warum. Weil welches Model
passt hier vernünftig rein. Ich weiß es nicht. Also, es ist so ein bisschen skeptisch bei dem Teil. Also, ich glaube, das wird irgendwie keine runde Geschichte. Auch nicht, je länger ich es im Spiegel angucke. Das sieht irgendwie falsch aus. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es falsch aus. I don't know. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und falls euch die Teile interessieren, ihr findet sowieso wie immer alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Inklusive auch der Größen, die ich trage. Also falls euch jetzt hier irgendwas umhauen sollte, was wahrscheinlich nicht dieses Teil ist, dann könnt ihr es aber sehr, sehr gerne nachshoppen. Und natürlich gibt es auch einen aktuellen Rabattcode, wie ihr das bei mir gewohnt seid. Gut, trotzdem ganz lieben Dank, Julia, für die Auswahl. Liebe Grüße an dich. Du hattest auf jeden Fall an für sich einen guten Geschmack. Aber naja, manchmal überzeugt halt die Realität leider nicht so, ne? Schauen wir uns direkt das nächste Teil an. Leute, wir kommen zum nächsten Kleidchen. Das haben sich so viele von euch ausgesucht. Also da, wo tatsächlich auch mehrere Leute von euch mir den gleichen Vorschlag geschickt haben, habe ich das natürlich auf jeden Fall genommen. Das waren unter anderem die Anne-Kathrin, die Eva-Lena234, die Milica Lukic und die MRZE. IE mit Unterstrich vorne und hinten. So, ich hoffe, ich habe euch alle erwähnt und habe das auch alles richtig gemacht. Das Kleid, ganz ehrlich, ich war jetzt anfangs beim Anziehen sehr, sehr, sehr skeptisch. Ich würde auch behaupten, es sitzt vielleicht ein bisschen sehr spack, ja? Also, hätte mir jetzt eine Nummer größer sicherlich ganz gut getan. Das ist dann natürlich mir verschuldet, weil ihr habt ja die Kleidergröße nicht ausgesucht. Also, von daher, my fault, ja. Man muss aber dazu sagen, ich finde, es ist zum einen echt wow, richtig raspelkurz. Also es ist Stehkleid, ne? Also wenn ich mich jetzt nach vorne beuge, dann... ja, also das ist schwierig, ne? Ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Aber an für sich, vom Schnitt her, finde ich das so, so schön. Und es fühlt sich auch richtig toll an. Also es fühlt sich an wie Leinen. Ich gehe mal gerade noch mal in die Beschreibung für euch, um mal zu gucken, was dabei steht. Es ist tatsächlich 100% Baumwolle. Finde ich mega. Ich habe mir auch bewusst diese Farbe ausgesucht, weil ich die halt besonders schön fand, muss ich gestehen. Und ich muss auch sagen, das Gefalte hier vorne macht's, ne? Weil als ich das gerade angezogen hatte, ich mache das mal hier auf, also das ist nur so angenäht, finde ich sehr, sehr cool. Also so, auf gar keinen Fall, okay? Auf gar keinen Fall. So würde ich das niemals anziehen. Aber so mit dem gewickelten dann hier, also mit diesem Geknote und dann hier schön Drüschen hier so drüber, ne? So über den Bauchbereich. Finde ich wirklich richtig, richtig hübsch. Also ein bisschen bitter, dass es so ein Ticken zu klein ist. Also wirklich, ich würde behaupten, es ist ein Mini-Mini-Manko zu klein leider. Und vor allem halt sehr, sehr kurz. Aber von der Idee her ein wunderschönes Sommerkleid, muss ich ganz ehrlich sagen. So, meine Hübschen, das ist das nächste Outfit. Ich habe jetzt zwei Teile kombiniert. Ich habe nämlich ja auch ein paar Einzelteile ausgesucht, nicht nur Kleider oder so. Fangen wir mit dem Oberteil an. Das ist ausgesucht worden von KTS und das ist tatsächlich auch so ein Crop-Oberteil, so ein Crop-Ding, was man halt, also das ist einfach nur so ein Dings, was man sich auch noch über den Kopf zieht. Ich habe es jetzt irgendwie verdreht und so hundertprozentig statt irgendwie nicht so gewickelt, wie ich das jetzt gerne hätte. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist mein Oberkörper einfach so ein bisschen zu schmal dafür, beziehungsweise ich trage natürlich den Rock halt high-waisted, weil das andere wollt ihr nicht sehen. Ja, ganz ehrlich, also man könnte den sicherlich auch tiefer tragen, aber ich finde ja, also dann wird es schwierig so, ne? Dann wird es schon schwierig. Dann sieht man natürlich aber mehr von dem Top. Da tut halt nichts für meine Taille, ne? Also, das ist halt... Naja, ne? Also deswegen ziehen wir das Röckchen lieber noch ein bisschen höher wieder so. Dann wird das natürlich auch ziemlich kurz. So, das Röckchen wurde ausgesucht von Party Maus. Und den fand ich halt echt, ich fand den wirklich mega, mega süß. Der hat leider hier vorne, irgendwo war es, auf jeden Fall hingen so ein paar Fäden noch runter, aber das finde ich nicht ganz so schlimm. Die schneide ich mir einfach noch ab. Da will ich erstmal wieder sortieren hier. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Röckchen echt süß. Also wie gesagt, auch wirklich haarscharf kurz, ne? Also
da muss man sich dann im Sommer eher so bücken. Ne? Ihr wisst Bescheid, sollte man als Frau vielleicht sowieso grundsätzlich, sieht auch eleganter aus. Aber okay, auf jeden Fall ist es auch ziemlich, ziemlich kurz, aber ich finde es halt mega süß. Also gefällt mir, meine Kiste ist halt nur ein bisschen zu dick, sodass das halt dann hinten zu kurz wird. Ne? Also so Röcke, die hinten ein bisschen länger sind, sind natürlich geiler für mich. Aber an für sich finde ich, ist es wirklich ein super süßer Rock. Den kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen, dass ich den einfach mal so mit einem normalen Top einfach anziehe. Ob ich jetzt dieses Top darauf anziehen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, das hier macht sich tatsächlich besser auf einer schönen High-Waist-Jeans oder so. Glaube ich, sieht es besser aus. Ist natürlich jetzt auch langarm, also für den Sommer natürlich sowieso ein bisschen schwierig. Aber so an für sich ist es jetzt auch keine schlechte Kombination. Ich bedanke mich bei euch beiden dafür, dass ihr für mich ausgesucht habt und liebe Grüße an euch. So, ich habe gerade verzweifelt gesucht, wer diesen Rock ausgesucht hat und ich habe tatsächlich feststellen müssen, dass den niemand von euch ausgesucht hat und dass tatsächlich das T-Shirt, das die liebe Moni ausgesucht hat, nicht dabei ist. Moni, tut mir leid. Ich wollte dieses geile Shirt mit diesen Händen drauf. Ich fand das so cool. Gab's leider nicht, scheinbar so wie es aussieht. Ist auf jeden Fall nicht dabei. Aber dafür dieses Röckchen, was ich auch ziemlich süß finde, weil es halt einfach so ein Röckchen ist, was man halt mega schnell anziehen kann. Ist halt eine schöne leichte A-Linie, schwingt halt sehr schön. Muss man natürlich auch im Sommer ein bisschen immer wieder aufpassen, weil es halt auch sehr kurz ist. Aber ansonsten finde ich das mega hübsch. Und ich habe das Top von gerade eben einfach hier vorne mal geknotet. Ich glaube, so gefällt es mir tatsächlich besser. Weil ich mir irgendwie dachte, so mit diesem Gewuschel da drumherum, das hält irgendwie alles nicht. Ich kriege das nicht auseinander, hier friemelt. Habe ich einfach geknotet und sind auch Jodos, gell? Würde ich mal behaupten. Also, es tut mir sehr leid, liebe Moni. Grüße an dich trotzdem, aber dein Shirt war leider nicht dabei. So, Leute, das nächste Outfit und wir nähern uns. Also, das hier finde ich auch schon ziemlich, ziemlich nice. Da habt ihr echt auch sowieso wie ganz grundsätzlich echt guten Geschmack bewiesen. Fangen wir mal mit dem Unterteil an. Shorts haben sich unfassbar viele von euch gewünscht. Und diese Shorts haben mir geschickt die Doreen Schüring, die Sabrina Beitelmann und die Ronja Sachser. Also, das waren mindestens mal ihr drei und ich glaube, noch viele, viele andere von euch haben so ähnliche Shorts ebenfalls ausgesucht. Ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, Jeans-Shorts für den Sommer finde ich einfach nur mega chillig. Ich liebe es, finde ich großartig und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass die hier jetzt passen. Die sitzen hier vorne auch wieder so ein bisschen windelig, aber es geht auf jeden Fall noch, okay? Man kann es definitiv machen, also kein Thema. Würde ich so, glaube ich, anziehen. Vielleicht halt sonst auch mit was Langem irgendwie drüber, aber ich finde, so ganz grundsätzlich sitzen die halt mega chillig, sind so ein bisschen oversized geschnitten. Ich mag das Destroyte, ihr habt auf jeden Fall voll meinen Geschmack getroffen und die finde ich echt richtig, richtig super, weil die auch schöne Poppes verdeckt und ein bisschen länger ist. Klar, hier muss ich immer noch mit ein bisschen Deo arbeiten, aber das geht auf jeden Fall, es geht klar und von daher... Vielen Dank für die tolle Auswahl von euch. Und jetzt muss ich mal gucken, wer dieses Top ausgesucht hat. Ich habe das blöde Top nämlich nicht wiedergefunden. Das müssen wir hier nochmal gucken. Na, das kann ja nicht wahr sein. Bestimmt finde ich es jetzt auf Anhieb. Nein, noch nicht. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Entweder ist es auf meiner Liste abhanden gekommen oder... Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wer das Top ausgesucht hat. Schreibt mir einfach wahnsinnig gerne einen Kommentar. Und ansonsten auf jeden Fall liebe Grüße an die Unbekannte, die das Top ausgesucht hat. Und natürlich auch an diejenigen, die Shorts ausgesucht haben. Und zwar ganz grundsätzlich nochmal zum Top. Also ich finde es auch wirklich, wirklich schön. Mir gefällt es auch gut, dass es hier vorne so geschnürt wird. Ich hatte es vorhin erst falsch rum an. Ja, geil auch. Aber hier war Kishi immer so clever und hat hinten ein Schildchen eingenäht. Das war schon mal nicht schlecht, weil sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, wie rum. Man muss ein bisschen gucken, also Boobies ist halt schwierig, also hier unten blitzt halt immer so ein bisschen der BH hervor. Aber mein Gott, nichts ist perfekt auf dieser Welt. Vielleicht zieht man da auch eher nur so ein Bandeau-Ding drunter an. Ich habe jetzt halt meinen liebsten, ne, The Good Bra, ne, den trägerlosen drunter an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, würde mich jetzt auch nicht stören. Der ist halt eh so beige. Das heißt, wenn der hervorblitzt, also so what, ne? Ich habe halt einen BH an. Wow, was ein Skandal. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Top echt mega süß. Das kann ich mir auch sehr gut auf nur High-Waist-Jeans vorstellen. Also das ist schon... Nitze, nitze, nitze. Ihr seid richtig gut drauf, Leute. Und ich würde sagen, schmeißen wir direkt ins nächste Teil hier.
So, da ich ja noch ein Unterteil anhabe, habe ich mir schnell kurz ein anderes Top geschnappt. Das ist von dem einzigen Mann, der mitgemacht hat, nämlich der liebe Roland. Ganz liebe Grüße an dich persönlich. Das hat er nämlich ausgesucht und ich fand halt die Farbe auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also, wenn das mal nicht knallt, würde ich sagen. Also, das kommt halt mit so einem separaten Gürtelchen, was ich ziemlich cool finde. Aber ich muss auch gestehen, also zum einen, ich finde, es sieht auch auf die Shorts echt super aus. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mal auch ein Top, das ich nicht reinstecke. Aber ich finde, man kann das eigentlich auch ziemlich cool ohne den Gürtel tragen. Also, wenn ich mir das dann jetzt hier noch so reinzwiebele, würde auf jeden Fall auch mega gehen. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Kleidungsstück. Auf jeden Fall wandlungsfähig. Und daher vielen, vielen Dank für deine Auswahl. Das nächste Teil hat sich ausgesucht die liebe Sura Demiral. Demiral. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ansonsten sieh es mir bitte nach, okay? Also das Teil hier ist einfach nur so ein Oversized Shirtdress. Leute, ich liebe sowas, ja. In sowas könnte ich auf jeden Fall beerdigt werden. Das ist für meinen Alltag, ne? Leggings drunter, ich bin fertig, ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich hammer geil. Also, klar, das macht jetzt so im ersten Moment nicht wirklich viel jetzt für eine kurvige Figur, aber so what? Also, ganz ehrlich, wir können auch nicht den ganzen Tag rumrennen wie so ein Model halt von der Plakatwand, ja? Also, muss auch mal chillig gehen hier. Das hier kann ich mir echt mega gut vorstellen, einfach so für meinen Alltag, Hundespaziergang, am Schreibtisch sitzen und so weiter. Ich habe mir aber gerade gedacht, man könnte hier mal gucken, ne? Mit Gürtel kann man ja einiges machen, wisst ihr ja, seit meinem Gürtel-Styling-Video. Ich nehme jetzt einfach mal das pinke Ding hier. Ist natürlich jetzt kein Muss, sowas zu nehmen. Okay, Leute, aber oh mein Gott, wie cool sieht das aus. Ich habe es jetzt auch bewusst mal einfach die Schleife nach hinten gedreht. Hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt, so den Trick. Ich finde, das ist ein Look, ganz ehrlich. Ich finde, das ist ein Look, wie Guido Maria Kretschmer immer so schön sagt, ja. Hier jetzt noch richtig klobige weiße Sneaker drauf. Ready. Oder halt das Kontrastprogramm mit Chicken High Heels. Also ich finde es auf jeden Fall hammer geil. Klar, wenn man jetzt ungeschminkt und abgeranzt halt über die Straße läuft, dann denkt man sich auch so, okay, kommt sie da in ihrem Pyjama um die Ecke? Aber wenn ihr so ein Ding richtig top gestylt anzieht, dann ist das auf jeden Fall für mich ein Look. I love it. Ganz, ganz liebe Grüße an dich persönlich und vielen Dank, dass du das für mich ausgesucht hast. Ich glaube, das Teil werde ich oft tragen. So meine Vermutung. Leute, dieses rattenscharfe Teil haben sich ausgesucht. Wo seid ihr? Isabella Teufert und auch wieder KTS. Das habe ich dann deswegen auch reingenommen. Es gab noch ein anderes Teil in Camouflage, das ihr ganz gerne sehen wolltet. Also war auf jeden Fall mehrfach dabei, das Thema Camouflage. Ich ganz persönlich hätte mir niemals etwas in Camouflage bestellt, weil mich das einfach immer direkt an Bundeswehr erinnert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ein Figurschmeichler ist denn das Teil hier? Leute, ich bin echt ein bisschen glücklich, dass ich auch ein klein wenig versucht habe, mich von euch überzeugen zu lassen, mal einfach Dinge auszuprobieren, weil man hat ja trotzdem irgendwo immer so ein bisschen so die gleichen Griffe, ne? Also man sucht ja trotzdem, aber auch bei der Auswahl, die ihr mir geschickt habt. Ich habe natürlich Teile genommen, die mich angesprochen haben, aber ich habe auch bewusst gedacht, jetzt nimmst du auch mal was, was du nicht nehmen würdest. Normalerweise, ne? Und wenn ihr sagt, ich will dich da drin sehen, Sarah, dann müssen wir uns das doch mal angucken, oder? Und bitte ganz ehrlich, ich finde es mega cool. Also das zweite Camouflage-Teil war, glaube ich, auch so ein Schlabberding eher. Und ich hatte halt gedacht, nee, komm, wenn, gehe ich hier definitiv auf Figur betont. Weil ich finde, dann kann man das auch ziemlich cool tragen. Dann kann man das auch geil stylen mit einem richtig schicken Schuh da drauf. Oder Kontrastprogramm halt mit Sneakern. Dann ist man komplett sporty unterwegs. Finde ich wirklich richtig, richtig cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich mag auch hier dieses Detail mit dieser Cutout-Shoulder hier und ja, diesen Print nochmal hier oben mit diesen breiten Bändern. Ich finde, das sieht mega, mega cool aus. Das ist halt so ein richtiges Statement-Ding. Also ich glaube, wenn ich damit irgendwo langlaufe, dann drehen sich alle Köpfe um. Also ich bin echt überrascht, muss ich gestehen. Ziemlich überrascht, auf jeden Fall, Leute. Nicht schlecht. So schwierig wie der erste Romper war, so geil ist die zweite Auswahl. Der kam von Kaffigaho, Marlene K. und Bettina Hefel. Ganz, ganz lieben Dank an euch, liebe Grüße.
das wäre ein Teil, das hätte ich mir ehrlich gesagt so auch ausgesucht, weil A, finde ich das Muster wirklich wunderschön. Ich finde es, ich mag irgendwie so diese Vintage-Muster und ich mag auch diese Blümchen-Muster, ne? Das ist so ein ganz kleine Blümchen. Ich finde, es ist einfach mega, mega süß und ich mag auch die ganzen Details an dem Ding. Natürlich zum einen hier vorne so zum Knoten binden. Ja, hier sieht man den BH, ne? Das ist logisch, aber wie gesagt, einfach einen beigen BH drunter an und gut ist. Thema erledigt für mich, ja. Auch hinten natürlich leider sieht man den BH. Schwieriges Teil, wenn man jetzt wirklich gar nicht möchte, dass man den BH sieht. Aber ich finde, was man auch zum Beispiel cool machen könnte, wäre ein schönes Bikini-Oberteil drunter zu ziehen. Habe ich ja jetzt so einige. Und ich muss sagen, der sieht halt wirklich auch einfach von allen Seiten gut aus. Das liegt halt auch nochmal an diesem Bündchen, was hier eingearbeitet ist. Und hier vorne diese Falten, die hier gelegt wurden. Das ist wirklich richtig, richtig schön verarbeitet. Also finde ich, da wurde viel, viel mitgedacht und auch halt gerade an eine kurvige Figur gedacht. Ich finde das Teil einfach wunderschön. Also der, ganz ehrlich, auch mega, mega Figurschmeichler, finde ich richtig tolles Ding. Ich finde die Beinlänge gut. Ich finde es auch schön, dass es hier oben diese flatterigen Ärmel hat. Also ich glaube, wenn ihr euch noch niemals an einen kurzen Jumpsuit rangetraut habt, Leute, mit dem hier könnt ihr nicht viel verkehrt machen, weil der ist wirklich richtig, richtig gut angepasst. Sehr gut mitgedacht für eine kurvige Figur. Ich finde den mega. Ganz ehrlich, ich muss fast behaupten, dass das so gerade mein Lieblingsteil ist. Also ist ja schwierig. Wobei mich das Camouflage-Kleid auch sehr überrascht hat und auch dieses ganz allererste Batik-Kleidchen auch ziemlich geil ist. Aber der hier ist schon nice, Leute. Ihr habt echt eine gute... Ich wiederhole mich, aber ihr habt einen verdammt guten Geschmack. Ganz ehrlich, ey. Weiter geht's mit diesem süßen Kleidchen hier. Das hatte Conny Konnichiwa ausgesucht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es auch auf den Bildern gesehen und ich fand es echt mega, mega süß. Also hat mir gut gefallen. Ich finde, es ist auch vom Schnitt her ein Träumchen, ja. Also wirklich ein ganz, ganz süßes, tolles Kleid. Was mir nicht an dem Kleid gefällt, ist tatsächlich der Stoff. Also das hatte ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht, dass ich wirklich so massivst enttäuscht war. Aber ich finde, wenn man das anzieht und anfasst und ich glaube auch, wenn man so live direkt vor mir stehen würde, sieht man einfach, dass das sehr günstig ist. Also das fängt dann zum einen halt auch damit an, dass es von innen halt nicht auch quasi dieses Muster hat. Das ist dann, sind dann so mini kleine Details, ne? Aber ich finde der, wie soll ich den Stoff beschreiben? Also der ist halt sehr, sehr glatt und der fühlt sich halt wirklich so richtig, ich glaube, das ist auch bestimmt wieder komplett Polyester. Ich gucke mal rein. 95% Polyester, 5% Elastan und bei dem Teil merkt man es. Also der Print sieht auch nicht so super hübsch aus. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine oder worauf ich hinaus will. Das fühlt sich halt wirklich so ein bisschen plastikmäßig an. Aber ich finde es halt vom Schnitt her echt schön. Also hat mir so gut gefallen jetzt, auch als ich das angezogen habe. Gut, es verrutscht allerdings auch schon so ein bisschen hier überall links und rechts. Ist halt ein schönes Teil. Also es ist natürlich auch ein mega Figurschmeichler mit dem Gürtelchen und auch generell, weil es halt so leicht wie so eine A-Linie geschnitten ist. Alles gut, alles top. Länge finde ich auch super, auch die langen Ärmel finde ich super. Aber es ist halt so, es wirkt halt so ein bisschen wirklich nach Shein. Also das ist so wirklich, da verstehe ich, wenn Leute von euch bestellen und sie schreiben mir, sie sind von der Qualität enttäuscht. Das ist dann, wenn ich so ein Teil nur ausgesucht hätte, auch auf jeden Fall, wäre es bei mir der Fall gewesen, definitiv. Aber an für sich, mega coole Auswahl, Schnitt, Farbe, alles gefällt mir super gut. Für die Qualität kannst du nichts, meine Liebe, ne? Ganz ehrlich, das kannst du ja nicht sehen durch den Bildschirm, ne? Also von daher ganz liebe Grüße an dich persönlich und vielen Dank für deine Auswahl. Meine Hübschen, wir kommen zu einer Hose. Ich habe jetzt das gerade, also gerade dieses Crop Top nochmal drauf angezogen, weil ich finde, dass es einfach absolut perfekt dazu passt. Und was soll ich euch sagen? Das ist ein Look hier. Hallo, guckt euch das an. Diese Hose wurde ausgesucht unter anderem von 2112 Maike, Fräulein Priska, Lirum Larum Nagetier. Ganz ehrlich, liebe, liebe Grüße an euch persönlich und vielen Dank für die Auswahl. Ihr wolltet mich in der Marlene-Hose sehen, ihr seht mich in der Marlene-Hose und was soll ich sagen? I love it. Ja, ganz ehrlich, guckt euch die Box an. Hey, diese Box ist ja mal der absolute Kracher.
Die ist geschlitzt, also seht ihr, ne? Das heißt wirklich bis ganz oben hin. Obacht! Ich hatte schon mal zwei solche Culottes, das heißt Hosen nur so bis zum, bis da, ne? Also Culotte halt. Und hab die auch sehr, sehr lange gehalten und hab die auch sehr, sehr gemocht. Die waren mal von Zara. Ich hatte die in so einem Nude und auch in einem Schwarz. Das ist ein sehr cooles Teil. Das Einzige, es ist halt ein Ticken unpraktisch. Weil wenn ihr jetzt mal längere Zeit, ich gehe mal gerade eine Runde für euch. Also zum einen natürlich beim Gehen weht das Ganze auf, ne? Also Leute, machen wir uns nichts vor, der Beinblitzer, ne? Und das andere Problem ist natürlich, wenn ihr, also zum einen, das klebt dann halt, vor allem wenn man halt ein bisschen schwitzt, so wie ich jetzt gerade, weil hier 3000 Grad wie immer sind im Studio, dann klebt es halt irgendwann hier so innen fest und natürlich habt ihr ein Problem, wenn ihr euch hinsetzt, ne? Weil, hi, da muss man halt echt aufpassen. Also was ich dann immer gemacht habe, ist halt so ganz unsexy, das halt so gewickelt, ne? Und mich dann so hingesetzt. Also das sieht halt im Stehen, sieht es wirklich unfassbar geil aus, aber das ist halt ein Teil, ne? Also fürs Büro, für die Arbeit, tut euch das nicht an, aber wenn ihr halt jetzt mal wirklich geil aussehen wollt und ihr geht spazieren und ihr habt auch Zeit und Muße und ihr habt Geduld für so ein Kleidungsstück, dann gönnt euch, ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten müsst ihr halt bedenken, diese Schlitze, das sieht halt immer mega, mega geil aus, aber es ist halt super unpraktisch. Was ich jetzt tatsächlich machen würde, um dem entgegenzuwirken, echt unscheiß, ich würde es einfach hier festnähen. Ich würde es wirklich mit ein paar Stichen einfach hier so ein bisschen fixieren, dass halt wirklich nur noch maximal, sag ich mal, so der Oberschenkel halt rausblitzt. Dann habt ihr es schon mal wesentlich einfacher mit so einem Teil. Aber an für sich, der Print und der Schnitt, ich meine, habt ihr auch diesen Booty gesehen, ja? Also, ich finde die wirklich richtig, richtig cool. Ganz, ganz lieben Dank. Liebe Grüße an euch persönlich nochmal. Hammerteil. Ich bin super zufrieden damit. Liebe Leute, wir sind beim letzten Teil angekommen und was soll ich sagen, liebe Christiane, Grüße an dich gehen raus. Du hast einen sehr, sehr guten Geschmack bewiesen. Ich glaube, ich muss mich korrigieren, aber das da ist der schönste Romper. Also bitte, wie rattenscharf ist denn das Teil hier? Also fangen wir mal an. Ich mag es total gerne, weil es halt wirklich so zweigeteilt ist. Also man hat hier oben diesen Bereich mit Spitze, den ich wirklich wunderschön finde. Einziges Teil, es steht leider so ein ganz kleines bisschen hier ab, weil meine Boobs halt scheinbar nicht so die richtige Form und Größe dafür haben. Aber da würde man sicherlich irgendwie eine Möglichkeit finden, hier so ein bisschen Stoff wegzunehmen, es umzunähen. Das könnte ich mir auf jeden Fall anpassen. Und von daher finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das mit der Spitze toll. Ich finde es auch toll, dass die doppelt gearbeitet ist, sodass die halt blickdicht wird. Ich finde mega schön auch hinten den Rückenbereich. Also klar, hier auch wieder, das ist ein BH-Problemteil, ne? Also das ist halt klar, man wird den BH dort immer sehen. Aber hier könnte ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich mit einem weißen Spitzen-BH zu arbeiten darunter. Müsste ich mir, by the way, mal anschaffen. Und dann finde ich halt auch toll diesen unteren Bereich, was ich halt mega für die Beine finde. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Habt ihr schon mal so schöne Beinchen gesehen? Also ich heute noch nicht. Das ist halt der Hammer, weil das halt hier kürzer geschnitten ist. Also klar, man sieht natürlich dann halt hier auch ein bisschen mehr von eurem Oberschenkel. Aber ich finde halt so im Gesamten gibt es halt eine geile Figur. Also das verlängert halt das Bein optisch ungemein. Und das hat sich jetzt gereimt, aber es verlängert halt wirklich die Beine super, super cool. Sieht halt einfach mega aus. Also den finde ich richtig, richtig schick. Ganz lieben Dank, Christiane, an dich. Grüße nochmal gehen raus und ach, was soll ich sagen? Ihr habt mich echt umgehauen. Wirklich absolut umgehauen. So, meine Hübschen. Normalerweise müsste das Shoutout des Tages heute an euch alle gehen. Und ganz ehrlich, ihr schreibt mir ja immer, dass ihr findet, dass ich einen guten Geschmack habe und dass ich gute Teile aussuche. Aber jetzt schaut mal, ihr habt's so unfassbar Geiles geleistet. Diese Teile habt alle ihr für mich ausgesucht und ich wette mit euch, die würden euch mindestens genauso gut stehen wie mir. Ihr müsst euch vielleicht nur manchmal ein klein bisschen trauen, ein kleines bisschen Überwindung, einfach mal bestellen. Ihr könnt ja auch zurückschicken. Und dann probiert es mal zu Hause an, tragt es mal einen Tag zu Hause, fühlt euch wohl darin, fühlt das Teil und vielleicht traut ihr euch ja dann auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin unfassbar geflasht von dieser geballten, geilen Mode-Inspiration, die ihr hier abgeliefert habt. Also da könntet ihr alle selber hier Curvy-YouTube-Channels machen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich.
hammergeil. Ich bin so glücklich. Es sind so viele Teile dabei, wo ich sage, ey, das werden meine neuen Lieblingsteile. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst anziehen will. Natürlich gehen sie auch erstmal alle durch die Waschmaschine, aber danach müsste ich mich echt schwer entscheiden. Ganz, ganz ehrlich. Auch das letzte Teil hier muss ich gerade sagen. Ah, ich bin in love, ja. Hammer, hammer geil. Trotzdem gibt es heute einen Shoutout des Tages und das geht an Anja Kaiser. Sie hatte auf meinen Friseurblog geschrieben und auch wenn die Haarfarbe nicht meinen persönlichen Geschmack trifft, Respekt für die Friseurin, handwerklich gute Arbeit. Ganz, ganz lieben Dank auch sowieso für euer gesamtes Feedback dazu. Hat mich mega, mega gefreut. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich damit und es ist auch tatsächlich so. Es ist alles Geschmackssache. Sicherlich gefällt diese Farbe nicht jedem, der Farbverlauf nicht jedem, was auch immer. Aber wir sind doch alle unterschiedlich und das finde ich halt so schön, weil das macht unsere Welt einfach so unfassbar bunt und so vielfältig und das finde ich geil. Lasst mich also jetzt zum Schluss unbedingt noch wissen, welches Teil euch am besten gefallen hat. Wie gesagt, die dieses Mal nicht dabei waren, wo ich die Teile nicht ausgewählt habe, bitte seid nicht traurig. Es hat auch nichts mit euch persönlich zu tun oder mit eurer Auswahl. Ich musste mich nur einfach irgendwann für irgendwas entscheiden, okay? Und falls euch das Video wirklich gut gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und dann machen wir das ganze Spiel einfach nochmal in ein paar Wochen. Ist ja kein Thema. Oder auch mal für einen anderen Shop. Hättet ihr Bock drauf? Lasst es mich einfach wissen. Und das war's dann jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Startet mir gut ins Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!